Hallo und willkommen zurück zu Iron Harvest. So, die nächste Mission steht an, die heißt Zugüberfall. Dann wollen wir gleich mal loslegen. Oh, da geht schon richtig zur Sache. Sieht ja bedrohlich aus, warum der Mech. Starren wir Gleise an, statt nach Kolno zu gehen? Die Blockade zu brechen ist nur der halbe Plan. Wir wollen auch den Bürgern helfen, Hilfsgüter liefern. Hier, was siehst du? Russwietische Soldaten, manche auf Patrouille. Ein Frachtzug, Ölpumpen, Eisenminen. Dieser Zug versorgt sonst die russwietischen Truppen. Diesmal übernehmen wir ihn und versorgen unsere polanischen Genossen mit einem wichtigen Hilfsgut. Hoffnung. Wir stehlen einen Zug aus einer russwietischen Basis? So wird man zur Legende. Na gut, das wird nicht einfach. Das Zugdepot ist schwer bewacht. Wir müssen eine Armee ausbilden. Ich will eine Basis genau hier. Und ich will Ressourcen. Viele. Also los. Basenbau und Ressourcen gibt es auch in dem Spiel. Was kann ich denn bauen? Ein Hauptquartier. Ich glaube, das brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Das Ding baut sich nicht von selbst. Außenposten. Mal lesen, was die machen. Kaserne produziert und verstärkt Infanterieeinheiten und Exoskelette. Erhöht deine Armeegröße, kann aufgewertet werden, um das Arsenal und die Armee Warum weiter zu vergrößern. Zeit, anstatt zu kämpfen? Naja, weil wir uns ausbilden müssen. Machen wir uns an die Arbeit. Nein, mach doch erst Gerne das Hauptquartier doch. Fertig. Neue Befehle? Das können wir bauen. Sehr gut. So, wo kriegen wir denn Ressourcen her? Alle antreten. Lasst mal das mal hier überlegen. Da sind doch Ressourcen. Neue Befehle für uns? Verstanden. Eine Waffenkiste. So, das Hauptquartier ist fertig. Einheit verstärken. Braucht man gerade nicht. Was haben wir denn? Minen, Stacheldraht, Sandsäcke, Außenposten. Werkstatt. Produziert und repariert Mechs. Erhöht deine Armeegröße. Kann aufgewertet werden, um das Arsenal und die Armee weiter zu vergrößern. Wir sind im Handumdrehen da. Wir sagen, was sie brauchen und wir bauen es. Nein, ich mag doch keine Gesellschaft. In Deckung. Was brauchen Sie? Lassen Sie hören. Ich bräuchte Waffen. Ist aber unfair, dass sie mich angreifen wollen. So, die Jungs hier dürfen erstmal... Wir wissen bestimmt, was damit anzufangen. Ja, das hoffe ich doch. Den Eisenvorrat aufmachen. Wie sieht der Plan aus? Ihr rüstet Granaten aus. Vorsicht beim Verstauen. Ich nehme mal an, sie ihr sagen, seid vorsichtig. Sie brauchen, und wir bauen es. So. Wären mehr Polanier so entschlossen wie meine Männer, hätten wir längst gesiegt. Wie kann ich denn rotieren? Rotieren. Ja, das bringt mir nichts in der Richtung. Wir haben Grenadiere in Bereitschaft. Oh oh. Sie sagen, was sie brauchen, und wir bauen es. Einmal in Steuerungsmenü. Mal wieder. Einstellungen. Wie rotiere ich denn was? Steuerung. Rotationsgeschwindigkeit ist es nicht. Kamerasteuerung brauche ich nicht. Einheit auswählen. Fähigkeiten, Gruppen, Chat, Tastenbelegung, Spielinterface. Ich will doch nur was ich bauen will, rotieren. Befehlsreihe, alle Einheiten, Mehrfachauswahl, das bringt mir nichts. Wie rotiere ich denn was zum... Gar nicht. Na gut. Damit müssen wir halt klarkommen. Ah, so geht's. Gut, dass wir ihn auslegen. Grenadiere stehen bereit. Wir gehen in Sehr Deckung. Gut. Die müssen hier erstmal was bauen. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Woher wusstest du von dem Zug? Die polanische Regierung arbeitet mit Russwiet und Saxony zusammen. Zum Glück gibt es in der Regierung noch ein paar Patrioten. Der Rest wird für ihren Verrat bezahlen. Vorsicht, die Dinger sind spitz.
Ja, ich bin auch oft spitz. Da muss man vorsichtig sein. Das wird uns gute Dienste. Sonst kann das Ding nach hinten losgehen. Genau wie die Mission hier, wenn man nicht gut vorbereitet sind. Ja, die patrouillieren hier nur rein und wieder raus. Das ist schon in Ordnung. Jedes bisschen hilft. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Ist nicht alt. Rückzug. Fangt. Unterwegs. Rückzug. In Deckung, schnell. Ja, aktuell noch nicht, würde ich sagen. Ja, dann schieß doch zurück. Ach, ein Glück ist der Bär dabei. Ein Glück ist der Bär dabei. So. Wo ist denn mein IKEA-Aufbautrupp? Da ist er. Ach, als ob das nicht geht. Gut, so, dass wir ihn auslegen. Sehr gut, ihr kriegt das hin. Neue Rekruten. Feldkanone. Die mag ich eigentlich. Panzerbrecherkanoniere. Kanonenbesatzung wird ausgehoben. Sehr gut. Was kann ich im Hauptquartier machen? Schützen oder Pioniere? Ich brauche Schützen. Sammelpunkt festgelegt. Ja, sammelt euch mal lieber da. Versucht doch, mich aufzuhalten. Kanone ist jetzt bereit, die Feinde Polanias zu zerschmettern. Neue Befehle? Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Ruf mal dein Bär zurück. Bär zurückrufen. Wie sieht der Plan aus? Das können wir auf jeden Fall brauchen. Benutze Infanterie oder Exoskelette, um dieses Gebäude einzunehmen, um mit der Zeit Eisen zu produzieren. Sehr schön. Da müssen wir hier aber ein bisschen unsere Verteidigung vorlagern. Schnell! Nehmt die Eisenmine ein! Sie sagen, was wir sind dran. Nehmt sie ein. Verteidigung nach vorne. Ja? Was? Feinde gesichtet? Sieht nach einem sicheren Ort aus. Na, das hoffe ich doch. Bereit zur Zielerfassung. Befehl erhalten. Primärziel abgeschlossen. Werde ich gebraucht? Schicken Sie mich in den Kampf. Wir haben die Mine eingenommen. Sehr schön. Von wo können denn... Ah, links Ölpumpe. Oh. Die schickt eine Kanone. Lassen Sie hören. Die schickt eine Kanone. Na endlich. Granate. Komm schon. Oh, wollte ich gar nicht pausieren. Los, ich brauche die Ölpumpe. Sind beschäftigt. Weiter. Komm schon. Macht sie fertig. Fast mein Mut, Jungs. Ja. Jeder Schuss zählt. Wir haben jetzt ihre Aufmerksamkeit. Wir haben gesichert. Ja, das will ich hoffen. Ich will hier, Brüder. Panzerbrecher hält sich bereit. Begeben uns zur neuen Position. Ja. Eine Aufgabe für Ingenieure. Oh, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Wir machen uns auf den Weg. Ja? Dann mal los. Ich gehe besser in Deckung. So, wir haben hier... Ein Gegner. Ja, wir ein paar Panzer allein. Vorsicht, Gegner kommen. Ran an die Kanone. Glaube, ich müsste mehr Einheiten ausbilden. Anti-Mech-System wartet auf Anweisung. Ja, stellt euch mal nach da. Haut ihr alle ab? Aber nicht sehr nett. Muss was er gerne tun. Ran an die Ölpumpe. Kanone bereit für Befehle. Feuer! Schießt. Wer hustet denn da so viel? Gegner gesichtet. Oh je, die Einheiten kommen zurück. Und da oben sind auch welche. Bereit zur Zielerfassung. Wir bringen uns in Angriffsposition. Ihr seid doch in Angriffsposition. Erledigt sie! Welche übrig? Lassen Sie hören! Bereit! Feuer! Oh, kommen da viele. Ich hätte mehr Einheiten machen müssen. Es wird Zeit, das hier zu beenden. Geben Sie mir ein Ziel als wir. Komm schon. Da kommt jetzt ein Mech. Ja? Ich nehme Sie ins Visier. Das ist gut. Mach ich sofort! Weiter! Unsere Gewehre bringen hier nicht. Komm schon, Mech.
Hau ihn weg. Sehr gut. Hau drauf. Ja. Tote Soldaten können nicht kämpfen. Manchmal muss ein taktischer Rückzug eben sein. Wir stehen unter Beschuss. Ach was. Wir machen einfach neue Einheiten. Komm schon. Kanonen feuert. Feuert. Er feuert nicht richtig. Sehr schön. Ja, chill. Schicken Sie mich in den Kampf. Wir schießen auf uns. Ah, Eisenmine macht Eisenminenzeug. Oh. Zeigt es Ihnen. Befehle? Gut. Sammeln wir unsere Stärke. Polanische Kanoniere werden bereitet. Alle antreten. Truppen aufgehoben. Schön angreifen. Wir schön angreifen. Nein, mein Trupp hier. Für unser Volk! Kanoniere bereit! Geben Sie uns was, worauf wir schießen können! Ja, ich probiere mein Bestes. Also ist Onkel Lech dein echter Onkel? Ja, aber ich habe ihn und meinen Bruder im Krieg kaum gesehen. Ich kannte Janek. Er war ein guter Mann. Kanoniere hier! Muss was in die Luft gejagt werden? Mir nach! Ich werde angegriffen! Wer wird angegriffen? Nein! Wir haben's geschafft! Schützen sind bereit, die Heimat zu verteidigen! Kanone bereit für Befehle! Ich brauche nur eine Kanone hier. Bereit zur Zielerfassung! So, sehr gut. Ja? Genau wie Janek es mir gezeigt hat. Komm schon! Sehr gut! Ein Held ist einen Rang aufgestiegen! Niederstrecken! Halt, Wojtek! So, wir müssen Deckung zurück. Kann nie schaden. Ja, wir gehen hier in Deckung. Der Bär macht den Rest und dann müssen wir unbedingt hier Einheiten nachproduzieren. Gibt's ein Ziel? Na, hoffe ich doch. Einfach ein Ziel. Republik zu kämpfen. Unterwegs. Sehr gut. Einheit gesichtet. Das ist verstanden. In Ordnung. So, ihr geht dahin. Neue Befehle für uns? Sieht nach einer guten Position aus. Weitere Freiwillige. Ja, ich weiß, deswegen kommt ihr dahin. Schützen. Gewehre werden ausgegeben. Hauptquartier produziert noch. Wo sind denn meine Pioniere hin? Die Jungs scheinen guter Dinge zu sein. Naja, so gut wie es eben möglich ist. Geht in Deckung. Schützen sind bereit, die Heimat zu verteidigen. Das ist doch schön. Das höre ich gern. Da drüben haben wir Deckung. Es gibt keine Aufgabe, der polanische Schützen nicht gewachsen wären. Na gut. Wie sieht der Plan aus? Ihr baut Zeug. Schützen stehen bereit, um für die Republik zu kämpfen. Vorsicht, die Dinger sind spitz. Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Wird nicht gefaulenzt. So, ich brauche irgendwie Ingenieure. Pioniere. Ingenieure werden angefordert. Sehr gut. Verteidigung an den Grundmauern. Gehen wir. Ihr kommt dahin. Die bauen hier schön die Stachel dreht hin auf. Er sollte das doch auch hier bauen. Gut, dass wir ihn auslegen. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Ja, doch schön. So. Hier das gleiche nochmal in grün. Ja, irgendwie so. Die Dinger sind spitz. Hier ist Öl. Ich habe Öl gefunden. Ich bin reich. Ja, das wird helfen. Hey, ja, Tutorial kann erstmal weg. Aha. Ja, mit dem Ölvorrat. Und was haben wir noch für Vorräte? Also hier ist zumindest nochmal Eisen. Von mir aus gerne. Neue Befehle? So, Pioniere haben wir hier ja auch. Wie sieht der Plan aus? Na, ihr müsst was bauen. Eine Werkstatt. Produziert und repariert Mechs. Ich hätte nie gedacht, dass wir so schnell wieder im Krieg sind. Sieht nach einer guten Neue Position Befehle aus. Für uns?
Mir nach. Neue Rekruten? Nee, wir warten jetzt auf mich. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Aha. Und ihr seid genau, was braucht man denn? Nicht eine Kaserne, sondern ein... Ich sollte auch einen Bunker bauen. Wo geht denn das? Ein Bunker mit ausgezeichneter Sicht. Na gut. Dann würde ich sagen, den bauen wir direkt hier. Man kann nicht zu viele Verteidigungsanlagen haben. Oh, man kann schon übertreiben. So... Hier ist noch eine Eisenmine, die müssen wir natürlich gleich auch übernehmen. Können wir eigentlich uns direkt auf den Weg machen. So. Einmal. Das nenne ich mal eine Basis. Gut, stellen wir eine Armee auf und holen uns den Bahnhof zurück. Wir brauchen dafür mehr Ressourcen. Worauf wartet ihr dann? Erobert ein paar Eisenminen und Ölpumpen. Ja, bin auf dem Weg dorthin. Primärziel erhalten. Die Bunker sehen nützlich aus. Ja. Wenn wir die bemannen, haben wir die Flanken im Griff. Komm schon. Unsere Verteidigung muss stark sein, wie die Söhne Polanias. Ja. Wird nicht gefaulenzt. Das werden sie auch schaffen, bereit so Mist. Bau von Panzereinheiten. Strasnik macht sich kampfbereit. Sehr gut. Und wir brauchen wieder mehr Eisen. Panzerbrecher hält sich bereit. In Ordnung, wir machen uns auf den Weg. Bereit für Befehle. Ja, nur die Kanone, bitte. Was? Feindliche Einheiten wo? Ich bin braver Bär. Wir positionieren uns neu. Ja, ihr greift jetzt erstmal die da oben an. Machen uns Feuer bereit. Sehr gut, ihr habt's im Griff. Geben Sie uns einfach ein Ziel. Muss was erledigt werden? So, wäre die Frage, ob was von da hinten noch kommt. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Sekundärziel abgeschlossen. Ja? Der letzte rein macht in den Bunker. Zu. Kanone bereit für Befehle. Sie sagen, was Sie brauchen und wir bauen es. Irgendwas Nützliches noch. Sandsäcke. Warum nicht? Jede Aufgabe zählt. Ja, sehe ich auch so. Habt ihr die da oben jetzt in den Schach halten können? Panzerbrecher hält sich bereit. Oh, da geht's ja auch weiter. Was gibt's da groß zu sagen? Es ist Krieg. Das war's. Kanoniere bereit! Ich bräuchte wahrscheinlich Sandsäcke nochmal auf der anderen Seite. Sandsäcke gefüllt werden? Ja, ich brauch Sandsäcke. Neue Befehle für uns? Neue Rekruten? Werkstatt hier! Strasnik macht sich kampfbereit! Was wir tun? Sehr gut. So, ich brauch wahrscheinlich nochmal Schützen. Weitere Freiwillige. Ja? Auf dem Weg! Ich gehe voran! Ja? Gehen wir! Schöne Infanterieeinheiten. So langsam nimmt das Spiel Fahrt auf. Das ist sehr schön. Oh, die bauen noch. Gegner rückt in diesen Sektor vor. Nein! Sie sagen, was sie brauchen, und wir bauen es. Ein Gegner rückt in den Sektor vor. So, wir brauchen Sandsäcke wahrscheinlich. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Befehle? Wir sind im Handumdrehen. Geben Sie uns einfach ein Ziel. Na gut, wir rücken vor. Los, Männer. Kanone bereit für Befehle. Die Schützen sind bereit, die Heimat zu verteidigen. Bereit ran an die Ressourcen. Bringt sie in Stellung. Alles ist wieder gut. Hier ist eine Eisenmine. Brauche ich mehr Schützen? Ja? Her mit euch. Mein Gegner. Und er ist nicht allein. Ein Gegner, direkt da drüben. Gehen wir. Gegner. Wir raus damit. Kanone bereit für Befehl. Erledigt. Gegner. Befehl. Befehl. Unsere Veteraneneinheiten sind in den komm schon. Randa. Ja. Ich mach das gerade ganz gut. Nieder mit den Feinden. Kommt schon. Macht sie fertig. Mehrere Gegner gesichtet. Geschaltet. Was? Noch mehr Gegner gesichtet? Ja, von der anderen Seite. Deswegen habe ich einen Bunker da gebaut. Ja. Der Feind nimmt unsere Verteidigungsanlagen ins Visier. Das ist aber nicht gut. Die sind ja zur Verteidigung da. Könnt ihr was bauen? Noch ein Bunker. Polanische Leben hängen. Beide unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen.
Sehr gut. So, wir nehmen die Eisenmine jetzt ein. Was gibt's? So, rückt man mal vor. Roswirt kriegt wohl Verstärkung von hier. Zerstören wir Kaserne und Werkstatt. Ja. Wir bringen uns in Angriffsposition. Sehr gut. Wir hören. Runter mit der Kaserne. Ich hab da drüben einen gesehen. Oh, da so kommen Michs. Aber wir haben ja auch zwei. Drei eigentlich. Verteidigungsanlagen sind bereit. Einsatzbereit. Na gut, dann rücken wir mal mit den Mechs vor. Gut, bleiben wir in der Feuer! Feuer! Geben Sie uns einfach ein Ziel. Da ist noch ein Wachposten. Was? Hier sind mehrere Feinde. Wo sind die Feinde? Ach, da unten. Kommt schon. Schaltet sie aus. Das kriegen die hin. Kanone hier. Gegner gesichtet. Ja, Feindbeschuss. Ja. Ah, ich glaube, meine Mechs schaffen das. Machen Sie es kurz. Ran an die Feinde. Ich bin noch am Leben. Das ist sehr schön. Vorsichtig. Geben Sie mir ein Ziel. Ja, ihr sollt da drauf zielen. Bereit zur Zielerfassung. In Ordnung. Wir machen uns auf den Weg an Gegner. Wir bringen uns in Angriffsposition. Na gut. So, die Mace können ruhig mithelfen. Und ich glaube, wir haben jetzt wieder... Wo ist denn die Basis? Sehe ich die irgendwie auf der Karte? Hauptquartier. Ist irgendwas kaputt? Sie sagen, was Sie brauchen, und wir bauen es. Ja, ich bräuchte noch Mechs. Schmierlis Schreiter wird bereitgestellt. Was können wir tun? Und mehr Schützen. Neue Befehle? Was könnt ihr denn so machen? Ah, ihr bräuchtet Waffen. Egal, ihr bleibt erstmal hier. Sö. Ich sehe doch keinen Gegner. Da ist ein Gegner. Meine Waffen sind bereit. Gut, bleiben wir in Bewegung. Aufgepasst, Vorsicht. Hier ist ein Gegner. Ich hab da drüben einen gesehen. In Ordnung. Ein Wachposten. Ich verlasse die Aufmerksamkeit durch Rückungsfeuer. Bereit, schwierig, in Bereich. Ich schicke euch ins Feld. Für unsere Bombe. Ja. Schütze stehen bereit. Ich weiß sie. Komm schon. Die sind ja mitten in der Schusslinie. Kanone Feuer! Los jetzt! Oh, da ist noch die Werkstatt, die müssen wir natürlich auch ausschalten. Komm schon! Weg mit dem Wachposten. So, das sollte jetzt was werden. Oh, die haben noch ein Hauptquartier hier. So, wir übernehmen erstmal die Eisenmine. Gibt's ein Ziel? Ja. Befehle für uns? Ich brauche was mit mehr Bums. Irgendwie bumst es hier noch nicht richtig. Was gibt's? Du kommst schön mit. Will ich doch gar nicht, du sollst mitkommen. Geben Sie mir ein Ziel. Feuer! Los, Angriff! Angriff! So. Kriegt ihr den Mech hin? Oh, das ist so eine MG. Angriff! Und das Hauptquartier erledigen. Alle Mann, Feuer! Ja, ich denk mal. Oh, da geht aber ordentlich was hoch hier gerade.
Wir müssen auf jeden Fall dann Armee nachmachen, so wie das aussieht. Schöne Armee nachmachen. Komm schon, da kommt Verstärkung. Hinterwandert sie. Niemand legt sich ungestraft mit Onkel Lech an. Oh, es hat gespeichert. Warum denn das? Alles klar. Nehmt die Ölpumpe, Jungs. Lassen Sie hören. Zeit loszuziehen. Unser Brecher hält sich bereit. So, wäre die Frage. Okay, hier ist gedeckt. Nach unten nicht unbedingt. Haltet den Kopf unten. Feinde. Zeigt es ihnen. Angriff. Schön angreifen. Ja! Sehr schön an mich. Was jetzt? Ihr rüstet MGs aus. Ja? MGs. Oh nee. Wir hören. Nehmen jetzt mehrere Gegner gesichtet. Der Feind nimmt unsere Verteidigungsanlagen ins Visier. Nein, meine Verteidigungsanlagen. Ah, okay. Ja? Ich würde sagen, das ist noch in Ordnung. Oh je, ein Glück habe ich in meinem Hauptquartier noch ein bisschen was. Ja, natürlich. Nein, wir haben einen Trupp verloren. Randa. Sie sagen, was Sie brauchen, und wir bauen es. Ist irgendwas kaputt? Ja, ich wollte auf jeden Fall noch einen Bunker, aber nicht hier, sondern... Wo denn? Nicht hier. Der Feind nimmt unsere Verteidigungsanlagen ins Visier. Man kann nicht hier zum so Beispiel viele Verteidigungsanlagen haben. Lassen Sie hören. Angriff. Neue Befehle für uns? Angriff. Kanone bereit für Befehle. Kanone verschieben. Komm schon. Ach, der Außenposten ist nicht besetzt. Das ist ja dämlich. Komm schon. Mehr Feinde! Ah, der Wachposten. So einen bräuchte ich auch. Ja, der ist weg. Wunderbar, ihr kommt da rein. Du sammelst Ressourcen. Ich muss Einheiten nachproduzieren. Dann machen wir fertig. Nein, wo ist meine Basis? Ich sehe das nie so gescheit. Irgendwo beim blauen Asso hier. Weitere Freiwillige bereit für den Bau von Panzereinheiten. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Schützen. Wir können im Moment keine weiteren Truppen versorgen. Ich werde angegriffen. Nein, du wirst angegriffen. Raus damit! Genau wie Yannick es mir gezeigt hat. Komm schon. Keine Aufgabe der polanische Schützen. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Na gut. MG-Trupp, raus damit, ja? Ihr seid ein MG-Trupp, ihr. Ich brauche euch auf jeden Fall hier im Bunker. Hier drin sind wir deutlich schwerer zu treffen. Ran an die Waffenkiste. Werde ich gebraucht. So. Stück für Stück kommen wir näher. Also der Außenposten wäre woanders wahrscheinlich besser geeignet gewesen. Ist egal. Schicken Sie mich in den Kampf. Das versuche ich doch gerade. Feindliche Gruppe gesichtet. Nein, eine feindliche Truppe gesichtet. Panzerbrecher hält sich bereit. Ja, ihr kommt mal mit. Feuer bereit. Wie sieht ihr kommt mal mit. Wir sind dran. Da ist einer, genau da. Vorsicht. Zeit loszuziehen. Meine Waffen sind für unser Volk. Nur die Mechs. Und die großen Kanoniere. Oh. Komm schon. Attacke. Attacke. Ja, der Mech ist fast down. Fast down. Sehr gut. Noch der schwere Geschützturm weg. Sehr gut. In Ordnung. Komm schon. Lasst keinen am Leben.
Nein, weg, 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 weg. Nein, mein Held. Fuck, den habe ich zu spät. Zu spät eingesetzt. Wieso ist denn hier wieder so viel los? Ja, das merke ich. Los, mein Bärchen. Da müssen wir aber ordentlich nachcraften. Komm schon. Rückzug. Rückzug. Unterwegs. Noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Nee, nee. Wir brauchen aber noch mal eine Kaserne. Also kann ich nur in der Basis. Sind Sie schon lange in der Armee meines Onkels? Ja, 3 Jahre. Er ist wirklich der beste Kommandant, unter dem ich je gedient habe. Und er ist der Einzige, der sich traut, was gegen die rusvietische Besatzung zu tun. So sieht's aus. Das ist schon in Ordnung. Ihr wird nicht gefaulenzt. Bereit für den Bau von Panzereinheiten. Sie haben einen Trupp verloren. Bereit. Was gibt's? So, nachrücken. Unter Beschuss! Hier nach. Sieht nach einer guten Position aus. Ja, das weiß ich, deswegen schicke ich euch da hin. Nachschicken. Wir sehen uns da. Wie kann ich helfen? Das waren alle. Ich höre. Ich bin Rückzug. Bereit, bestätige. Bereit zur Zielerfassung. So, jetzt erledigt aber. Sie. Attacke. Sie aus. Mehr attackieren. Sehr gut. Bereit. So. Denen scheint es ganz gut zu gehen. Ist irgendwas kaputt? Was können wir tun? Was ist denn das? Lechkos. Das ist doch gut. Der Held wird zurückgeholt. Bereit für den Bau von Panzereinheiten. Ja, das ist schön. Neue Befehle vor? Ich bin bereit, die Feinde Polonius zu vernichten. Also du bist nicht mehr viel. Du gehst, glaube ich, erstmal sterben. Mir nach. Dann kann ich nämlich eine neue Einheit craften. Machen hier, wir. Du übernimmst die Ölpumpe. Viel Glück dabei. Wir hören. Ah, und du heilst? Du kannst aber auch helfen. Ja, das musst du auch. Gegner! Und zwar eine Menge! Alles gut. Schießen auf uns! Nur auf dich. Nur auf dich. Neue Befehle? Ja, ich würde mal sagen, ihr baut noch einen Bunker. Kann ich nicht mehr. Warum denn nicht? Sind die Bunker auch Einheiten? Dann hätte ich die vielleicht nicht so... Alle raus hier! Wir sehen uns das mal an! Killgebäude, ja, ja. In Ordnung. Rein da, beziehungsweise rein hier. Muss was erledigt werden? Ja, ihr müsst was bauen. Hier zum Beispiel. Unsere Verteidigung muss stark sein, wie die Söhne Polan. Was brauchen Sie? Wie geht's weiter? Vorrücken. Bin gleich da. Werde ich gebraucht? Ja, ja, und zwar hier. Schicken Sie mich in den Kampf. Haben Sie eine Mission für mich? Und zwar eine ganze Menge. Ich bin einsatzbereit. Das ist doch gut. Ich zieh mir das mal an. Rein hier und Attacke. Feuer! Wir werden angegriffen! Auf Sie! Bereit machen, anzugreifen! Befehle? Ja, hier sind mehrere Feinde. Feuer! Sehr schön, die kriegt man fertig. Kanone, die Kanone kommt auf. Neue Befehle? Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Hier ist eine gute Feuerstelle. Rein da. Was brauchen Sie? Mehr Feuerkraft. Definitiv mehr Feuerkraft. Kein Problem. So. Hat mein Onkel öfter solche Ideen? Du meinst Pläne, die uns entweder zu Helden machen oder uns umbringen? Dauernd. So, so. Mein Onkel ist also wahnsinnig. Weitere Freiwillige. Meldung wie befohlen. Ist irgendwas kaputt? So, wer will denn freiwillig sein? Ich glaube, wir brauchen mehr Schützen. Wir können im Moment keine weiteren Truppen versorgen. Neue Rekruten? Die Kaserne soll aber gleich hier hinschicken. Gut, die übernehmen das. Dann ist hier noch eine Eisenmine. Scheitern. Tja, sie hätten sich nicht mit Polaria. Was ist hier? Noch eine Eisenmine. Ja? Nehmt die doch ein. Worauf wartet ihr, Jungs? Sekundärziel abgeschlossen. Was gibt's? Auf dem Weg! So, jetzt müssen wir die aber irgendwie gescheit sammeln. Befehl erhalten. Wir positionieren uns neu.
Strasnik einsatzbereit. Ja, kommt mal mit. Wir sind verteidigungsbereit. Genug rumgesessen. Eben das. Geht in Deckung. Bunker bereit. Dann mal los. Ein Bunker ist bereit. Das ist ja auf wundervoll. Oh, ich werde beschossen. Was brauchen Sie? Attacke. Alter! Die schießen auf uns. Das kriege ich mit. Komm schon. Anna, mach sie fertig. Na, vielleicht schicke ich ein paar Mechs hin. Ich werde sie zurückschlagen. Na, das wollen wir doch wir hoffen. Stehen unter Beschuss. Schnell. Die Hilfe ist unterwegs. Komm, wie dein Bruder es dir gezeigt hat. Das sollte jeden niederstrecken. Auf geht's. Ja. Alles ist wieder gut. Greif ihn doch an. Sehr gut. Lassen Sie hören. Zeit loszuziehen. Sie sagen, was Sie brauchen? Eisenmine einnehmen. Kanoniere bereit. Ölpumpe einnehmen. So, ihr geht mal mit zur Ölpumpe. Ach, das ist doch wunderbar hier. Feindliche Einheit gesichtet. Nein, eine verbesserte Kaserne. Ich wusste gar nicht, dass ich die verbessern kann. Angriff. Feind ist um. Ich habe hier mehrere Feindkontakte. Ich bin einsatzbereit. Feinde. Jeder Schuss muss sitzen. Komm schon! Attacke! Auf den Mech! Haut den Mech aus den Schuhen! Ja, du hilfst mit beim Kämpfen, würde ich mal sagen. Unsere Waffen sind nutzlos. Ich bin einsatzbereit. Warum sind unsere Waffen nutzlos? Ja? Rückzug. Unten bleiben. Deckung. Mach die Kaserne platt. Ja, danke schön. Wird auch Zeit. Patriotische Raserei klappt wohl nicht. Macht es doch automatisch. So. So, ihr habt das schön eingenommen. Ihr dürft jetzt aber auch hier die Eisenmine einnehmen. Neue Befehle für uns? Kriegt noch ein bisschen Verstärkung. So. Haben Sie eine Mission für mich? Nicht du, die Kanone. Bereit zur Zielerfassung. Nur die Kanone. Was gibt? Zeit loszuziehen. Gut. Die verbesserte Kaserne ist weg. Da ist noch ein Hauptquartier. Das würde ich dann wahrscheinlich als nächstes nehmen. Wir sind verteidigungsbereit. Haltet die Augen offen. So, ist jetzt wird gesammelt, was das Zeug hält. Was können wir denn noch machen? Wir können im Moment keine weiteren Truppen versorgen. Keine weiteren Freiwilligen. Ja, den Gegner seht ihr auch später noch. Meine Waffen sind bereit. Ja, hier zu bleiben wäre sinnlos. Gut. Und wir nehmen die Eisenmine, das ist schön. Bereit. Geben Sie uns was, worauf wir schießen können. So, wir verziehen uns gleich nach links. Ach, das war ja schon der Bahnhof. Das war ja schon der Bahnhof. So schlimm war das gar nicht. Aber wir haben ihn auch noch nicht eingenommen. So, wir warten noch auf die Eisenmine. Vielleicht braucht man ja noch was. Mensch, die Truppen sind aber schon lediert. So, der Mech kommt zu den Mechs. Na, ihr kommt jetzt alle auf einen Haufen. Das ist doch eine wunderbare Strategie. Irgendwo habe ich Truppen in die Pampa geschickt, die finde ich auch nicht mehr. Mine eingenommen. Sehr schön. Sehr schön. Auf dem Weg. So, wo sind denn noch Truppen? Außenposten, außen. Da ist... Aha.
Ihr seid noch Truppen. Na ja, gut. Ich geh voran. Wie kann ich helfen? So, wir gehen jetzt ich über die linke Flanke. Schicken Sie mich in den Kampf. Alle werden gebraucht. Bereit für Befehle. In Ordnung. Wir machen uns auf den Weg. Lassen Sie hören. Hauptquartierattacke. Ja? Auf den Weg. Ja. Und wo sind die feindlichen Einheiten? Die Feinde sind wütend. Das ist aber nicht sehr nett. Ich bin auch wütend. Nehmen wir einfach unser schönes Land ein. Müssen wir ja zurückholen. Raus damit! Bin unterwegs! Was brauchen Sie? Plader! Ich höre! Ganz vorsichtig! Oh, da können wir Ressourcen einsammeln. Ja? Das kann ich machen. Neue Befehle für uns? Sammelt ein, was geht! Weiß man nicht. Ah, Primärziel abgeschlossen. Da ist er, unser wunderschöner eigener Zug. Klepatzki, wie lange, um alles aufzuladen und bereit zu machen? Ein paar Minuten. Hör zu, Jungs. Dieser Bahnhof ist extrem wichtig für Russwild. Also macht euch auf schwere Angriffe gefasst. Ei, ei, Sir. Wir müssen aushalten, bis der Zug abfahren kann. Ei, Sir. Dann verschwinden wir. Ei, Sir. Ich will eine zweite Basis genau. Und zwar mit Befestigungen. Los, los, los! Jawohl. Von wo greift der Feind an? Kleiner, das hast du gut gemacht. Du Dankeschön. Bist die beste Schützin seit Janek. Er wäre stolz. Ja, vielleicht. Bringen wir den Zug nach Kolno. Ganz genau. Los, die Verteidigung hätte gestern schon stehen sollen. Ja, gestern war ich doch noch gar nicht hier. Wo sind meine Ingenieure? Ich finde sie nicht. Bist du ein Ingenieur? Nö, nö, nö. Ich habe keine Pioniere hier, Wie doch sieht da. Der Plan aus? Bunker. Ach Mist, zu viele Bunker. Bunker bereit. Sie können das Material ja für was anderes nutzen. Wir sind verteidigungsbereit. Sie können das Material ja für nee, die Bunker zerstören. Ja, das hoffe ich. So, wo sind meine Pioniere? Finde ich gar nicht so leicht, unten die zu sehen. Na komm, gerade hatte ich doch welche. Da sind müssen sie. Noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Also Bunker, woher kommen die Feinde eigentlich? Bunker auf jeden Fall bauen. Dahin. Komm schon, Hauptquartier. Kann ich nicht nochmal bauen. Ah, eine Werkstatt. Muss mal wieder die Achse machen schmieren. Wir uns an die Arbeit. Aber dieser jemand bin nicht ich. Lassen Sie hören. Ja? Ich habe keine Ahnung, woher die Feinde Sieht kommen. Sieht nach einer guten Position aus. Ja, bemannt das Mach MG. Das schwere MG feuerbereit. Ja? Da drüben haben wir Deckung. Ach, hier habe ich ein Hauptquartier. Kanonen okay. Bereit. Aha. Verteidigungsstellung. Komm schon. Ich brauche mehr Bunker. Da müssen auf jeden Fall Leute rein. Neue Befehle für uns? Was gibt's? Ach, vielleicht Aha. Der NG-Trupp. Komm schon. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Wir brauchen und wir bauen es. Und noch ein Bunker geht nicht. So ein Mist. Wird aber sagen. Der Feind versucht, unsere Mine einzunehmen. Gut, dass wir ihn auslegen. Feinde! Wir haben jetzt Ihre Aufmerksamkeit! Komm, leg doch schneller. Na dann, erledigt. Gebäude fertiggestellt. Ich brauch doch auch einen Geschützturm. Feindliche Einheit gesichtet. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Baut eine Kaserne, wo immer möglich. Mehrere Gegner gesichtet. Das können wir bauen. Pioniere! Weg hier! So, schauen wir mal, dass wir den Bahnhof sichern. So, die schickt man an die Außengrenze. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Mehrere Gegner gesichtet. Oh je, mehrere Gegner gesichtet. Neue Befehle? Ja, könnt ihr noch hier ein bisschen was bauen? Gebäude fertiggestellt.
Na komm, das kriegt ihr noch hin. Das ist nicht gut. Vorsicht, die Dinger sind spitz. Wo kommen die denn her von unten? Oh. Wir haben einen Trupp verloren. Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Mist, du musst kämpfen. Du musst jetzt kämpfen. Panzerbrecher hält sich bereit. Begeben uns zur neuen Position. So. Wo sind die ganzen Mechs hin? Da stehen sie ja rum. Angriff! Ein Held ist einen Rang aufgestiegen. Feindliche Einheit gesichtet. Neue so. Verteidigungsanlagen sind bereit. Wir haben unsere Mine verloren. Für sie tun. Nein, Zeit meine für Mine. Alle feindliche Einheit gesichtet. Wir können im Moment keine weiteren Truppen versorgen. Feindliche Einheit gesichtet. Ja? Der Feind versucht unsere Mine einzunehmen. Wieso nehmen die jetzt alles wieder ein? 8 Minuten müssen wir noch aushalten. Rückzug. Das könnt ihr bauen. Noch ein Bunker. Dahin. Sehr gut. Da oben, die sind auf jeden Fall wunderbar platziert. Irgendwelche Befehle? Komm, ihr müsst auch da hoch. Oh je. Oh je. Wie sieht's mit dem Bunker aus? Sehr gut. Da müssen wir gleich rein. Da müssen wir gleich rein. Rein da. Komm schon. Oh je. Und wie soll ich das 8 Minuten durchhalten? Los jetzt! Schön, die bauen noch einen Außenposten. Das ist wunderbar. So, schön zurück, die sollen zu uns kommen. So, habe ich neue Trupps. Feindliche Einheit gesichtet. Da braucht wohl jemand Aufmerksamkeit. Mist. Bereit. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Wo ist denn... Ich brauche noch einen Trupp. Hier. In... Da rein. Wir haben einen Trupp verloren. Man kann nie zu viele Verteidigungsanlagen haben. Das sehe ich auch so. Mensch, die haben da vorne alle ausgelöscht. Feuer. Feuer. Nein, meine Ingenieure gehen drauf. Komm schon, das kriegt ihr irgendwie hin noch. Ja! So, ihr bleibt da. Die können da auch durchbrechen. Ihr sollt auch mitmachen und kämpfen. So. Schicken Sie mich in den Kampf. Mehrere Gegner gesichtet. Ja, dagegen müssen wir was tun, würde ich sagen. Weitere Freiwillige. Grenadiertrupp wird aufgestellt. Oh, ich brauche doch gerade keinen Grenadiertrupp, da habe ich mich verdrückt. Neue Verteidigungsanlagen sind bereit. Kommt schon. Der Feind nimmt unsere Verteidigungsanlagen ins Visier. 5 Minuten noch. Oh je, oh je. Produziert mal schneller hier. Da ist noch eine Kanone. Schützen. Komm schon, ich muss hier unbedingt Truppen reinkriegen. Rein hier. Ja, so fühlt sich das ein bisschen an. Wie lange noch, bis der Zug bereit ist? 4 Minuten oder so. Der Feind nimmt unsere Verteidigungsanlagen ins Visier. Na komm schon, produzier schneller. Werkstatt hier. Neue Rekruten. Wir haben einen Trupp verloren. Oh je. Gewehre, unser Hauptquartier wird angegriffen. Okay, hier, rein da.
Raus da. So, ihr müsst hier alle rein. Und ihr greift zurück an. Also das ist eine spannende Mission. Bei den ersten zwei war ich mir nicht sicher, aber wenn man dem Spiel ein bisschen Chance gibt... Sehr gut. Macht sie fertig. Nein, Hauptquartier. Von wem denn? Achso, das andere wahrscheinlich. Raus hier. Ja, ja, das ist in Ordnung. Die braucht man nicht mehr. Bereit für den Bau von Panzereinheiten. Sehr schön. Ich bin einsatzbereit. Ich sehe mir das mal an. Wir stellen uns hier mal ein bisschen... Oh, 3 Minuten halt man noch durch. Wenn die nicht mit irgendwas Komischem auftauchen. Mehrere Gegner gesichtet. Mobile Panzereinheit, bereit für Befehle. Unsere Kaserne wird angegriffen. Unsere Werkstatt wird angegriffen. Ja, das ist ja in Ordnung. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Oh, das ist ja gut. Das können wir auf jeden Fall brauchen. Ja, mit den Ressourcen. Feindliche Einheit gesichtet. Meine Waffen sind bereit. Wir haben einen Mech verloren. Nein. Feindliche Einheit gesichtet. Hört mal auf, die Mechs zu verlieren. Oh, oh. Für Polania. Neue Befehle für uns? Weiß ich noch nicht. Geht mal schön in Deckung. Ist ja gut. Ist ja gut. Was machst du denn da oben? So. Nichts müssen wir wohl hier nachrüsten. Ja. Die sind ganz schön damit beschäftigt. Ah, dieses Mikromanagement, dass die jetzt hier nicht schießen. Und wo ist mein Held hin? Keine Ahnung. Sehr gut, das schaffen wir trotzdem. 1 Minute noch. Komm schon. Mich gegen mich, wer wird gewinnen? Komm schon, das schaffst du. Das schaffst du. Sehr schön. Ich glaube, ich bin ganz gut aufgestellt. Nein, ein Held ist verloren. Der ist irgendwo hingewandert, dafür kann ich jetzt nichts. Oh, das will ich doch hoffen. Nein. Yes. Sieg. Zug wurde verteidigt. So, jetzt kommt wieder eine Videosequenz, sobald ich hier weiterklicken kann. Naja. Naja. Bronzemedaille ist in Ordnung. Besser als gar keine Medaille. Ja, ja, fortsetzen. Immer noch fortsetzen. Fortsetzen und die Videosequenz. Wir haben einen Mech verloren. Immer noch. Was für ein dickes Teil. Ein Glück sind wir noch gerade so davon gekommen. Von wegen.
Ich dachte, wir kommen davon. Ah, kommen wir ja auch irgendwie. Ein Waggon haben wir verloren. Na, so viel, nur so viel Ressourcen sieht das gar nicht aus. Alles gut. Muss ich nicht essen. Danke. Ist das eine Kartoffel? Sie haben vielen das Leben gerettet. Ich gebe mein Bestes. Setzen Sie sich zu uns? Pavel will Gitarre spielen und wir brauchen jeden, um ihn davon abzuhalten. Klar. Was für Dialoge. Nur kurz. Bin gleich bei euch. Tja, dein Flirtversuch hat wohl nicht geklappt. Die Jungs lieben ihre Jeanne d'Arc. Das Mädchen, das Polania zum Sieg führt? Nur, dass es keinen Sieg geben wird. Hey, nicht so pessimistisch. Das halbe Land ist von den Russwirt besetzt. Und unsere feine Regierung denkt, reden würde das Problem lösen. Naja. Man kann mit denen nicht verhandeln. Wir müssen uns zurückholen, was uns gehört. Und das Diplomatie funktioniert schon. Leicht sogar. Manchmal. Keine Armee kann ein Land kontrollieren, wenn die Bewohner wirklich alles tun, um sie zu vertreiben. Millionen Polanier, die aufbegehren und Russwirt wäre erledigt. Wenn nur mehr Leute das sehen würden. Sie sind eben kriegsmüde. Zu viele sind gestorben. Jeder hat geliebte Menschen verloren. Und so sieht's aus. Kriechen Sie lieber auf Ihren Knien? Freiheit hat ihren Preis. Man hat nichts von Freiheit, wenn man tot ist. Vor uns liegt ein sehr gefährlicher Weg. Feiert nicht so lang. Alles klar, Onkelchen. Du bist eine echte Stimmungskanone. Ein kleines Lied. Hey, bist du mit dich, Bärheim im Kuss, Saksonski mit Lacko, Zahu im Zapnaus, Inchimo im Hotel, Kavuletski, Tschach. Na also, mal ein Lied zur Siegesfeier hier, auch wenn es nur eine Schlacht war. Ich bin mir sicher, den Krieg gewinnen wir auch. So, dann sind wir wieder am Ende von der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.